Ja, hallo Bienenfreunde. Es ist noch ziemlich frisch. Ich bin früh am Berg. Und zwar geht es um einen Schwarm, den ich am 26.04. gefangen hatte. Und den möchte ich heute mit Milchsäure behandeln gegen die Varroa. Ich habe meine Milchsäureflasche schon hier. Und den werden wir jetzt behandeln. Und da schauen wir mal rein. Es war ein kleinerer Schwarm. Den habe ich auf drei Mittelwände eingeschlagen. Und hatte den noch eine Futterwabe drei Tage später reingehängt, wo es jetzt kälter geworden ist. Da sie wahrscheinlich nicht so viel eintragen werden, war mir das sicherer, denen noch eine Futterwabe zu geben. So, da schauen wir jetzt mal rein. So, dann geht's los. Wie gesagt, ich mache das jetzt so früh, da hier noch keine Flugbienen jetzt unterwegs sind. Und ich alle Bienen wahrscheinlich erwischen werde dann. Ihr seht, die Folie ist ja schon schön beschlagen, also der Schwarm scheint hier auch schon zu brüten. Und wir schauen mal, wie es dann mit der Weisel aussieht. Gucken wir mal. Ich werde mich ein bisschen beeilen, dass das nicht zu kalt wird für die Bienchen. Wir haben hier erstmal ein paar am Sheet hängen. Die kriegen erstmal eine Dröhnung. So, dann schieben wir die erstmal alle hier ein bisschen zurück. Sieht das hier jetzt aus. Wenn wir mal den an der Beutenwand ein paar verpassen. So, einmal mal umgedreht. So, ich muss dann schauen. Ja, Mittelwand haben sie aus, sind sie bei auszubauen, oben in der Ecke. Sie haben auch schon eingetragen, Stifte sind auch da. Also gehe ich mal davon aus, dass die Weisel auch hier ist. So, das war's auch schon. Ihr könnt gleich weiter schlafen. Ja, wie gesagt, das war ein kleiner Schwarm, kein allzu großer. So, das war jetzt hier noch eine Futterwabe, da sitzen sie natürlich auch drauf, ja. Von der anderen Seite nochmal. So, fertig. Das war's.
Ja, wie gesagt, der Schwarm, der hatte jetzt hier noch keine verdeckelte Brut. Machen wir ihn wieder zu. Das war's jetzt hier schon mit der Milchsäurebehandlung bei diesem Schwarm. So, wir gehen dann mal ein Volk weiter. Ein Volk, was nur einen Honigraum hatte, das war ja der Ableger, den ich aus dem starken Volk gemacht habe. Der wird natürlich nicht mit Milchsäure behandelt. Hier geht es mir darum, brauchen die noch einen zweiten Honigraum oder nicht. Da schaue ich jetzt mal rein. Ich glaube nicht, dass die einen zweiten brauchen. Wie weit die den gefüllt haben, will ich bloß mal schauen. Ach, da ist noch viel Luft nach oben. Ziehen wir mal diese Wabe raus. Die tun auch nichts, das war mir klar. Ja, die haben ein bisschen eingetragen, nicht viel. So, den können wir auch so lassen. Okay. So, dann schauen wir mal beim nächsten in den Honigraum. Der hat zwei Honigräume. Wie gesagt, der erste ist... Das war ja jetzt hier der erste Honigraum. Da schaue ich mal, wie weit sie damit sind. Ob die eventuell einen dritten brauchen. Aber ich glaube es nicht. Zieh mal eine Wabe raus hier. Ja, die Wabe ist schwer. Ja, und sie fangen an zu verdeckeln. So, in der Mitte, die sind schon weiter, also die haben noch eine Woche Zeit. Brauchen wir auch nicht weiter stören. Ich nehme trotzdem auch, da drunter ist ja ein Honigraum jetzt mit Mittelwänden. Da schauen wir mal, wie sie da, was sie da machen. Weil ich habe einige Völker, ich denke mal, da muss ich dann schon den dritten Honigraum draufsetzen. Ah, der ist ja schwer hier. Also voll ist er. Und wie gesagt, das ist ja jetzt ein Honigraum hier mit Mittelwänden. Ja, die bauen sie jetzt auch aus, sind sie dabei. Da ist noch Luft, die brauchen keinen zweiten, keinen dritten. Ja, sie bauen hier fleißig aus. Da ist noch Luft drin hier. Hier brauchen wir uns nichts weiter zu kümmern. Ich denke mal nächste Woche könnte ich dann mal gucken, ob sich das Schleudern schon lohnt. So, gucken wir alle mal schnell durch. So, dann kommen wir zu dem Volk, was ja einzagig auf 1-0 deutschen Normalmaß sitzt. Ich brauche euch keinen Brutraum durchgucken, das hatte ich letztens erst gemacht. Ja, den hatte ich auch im zweiten Honigraum drunter gesetzt. Die Randwaben sind alle noch leer. Aber hier fangen sie jetzt auch an, in der Mitte zu verdeckeln.
hier geht es jetzt langsam los. Da brauche ich aber nicht weiter zu gucken. Mache ich einfach wieder zu. Also die haben noch Platz. Die haben noch Luft nach oben. So, dann gehen wir zum nächsten. Wer sich daran erinnert, das ist das aggressive Volk gewesen. Ich sag gewesen. Das hat jetzt auch schon zwei Honigräume. Und hier oben ist nicht viel los in den Honigraum. Wie ihr seht, ich habe hier nicht mehr... Oh, die haben hier aber schon schön verkittet wieder. Aber wie ihr seht, die Wabe ist voll. Glänzt schön der Nektar. Er spritzt auch nicht mehr, also er läuft nicht raus. Da sind sie bestimmt jetzt in der Mitte. Ich guck mal in der Mitte. Werden sie wohl auch langsam verdeckeln. Die Waben sind voll. Duften. Aber der hat noch Zeit. Ich denke mal, das hier wird alles Obstblüte sein in dem ersten Honigraum. Ich nehme bei den Völkern mal den Honigraum runter. Ja, der ist schon schön schwer. Können sie sich noch schaffen. Ich guck mal hier, wie die Randwabe ist. Die ist noch leer. Ja, das war jetzt der zweite Honigraum, den ich denen gegeben habe. Ja. Die Wabe ist auch schon voll und da spritzt auch nichts mehr. Ich werde dann nächste Woche mal messen, heute nicht. So, ja, hier bauen sie jetzt aus, weiter aus. Da seht ihr auch, wie ich das mache. Wenn ich gar keine Mittelwände gebe, da seht ihr oben den Spieß, den ich immer mit der Heißklebepistole festklebe und dann bauen sie da halt frei runter. Ja, hier fangen sie jetzt langsam an zu verdeckeln. Ja, das war mal das aggressive Volk, also ich sag mal, das ist schon wesentlich ruhiger geworden. Tut sich nicht viel. Kann man jetzt schon mit arbeiten. So, das nächste Volk. Schauen wir auch mal rein, ob sich hier schon was tut. Ich denke, der Raps blüht jetzt hier. Und jetzt ist ja das Wetter, oder die letzten Tage war es so, dass sie irgendwo nicht trocknen konnten. Ja, die Waben sind hier gefüllt. Aber noch nicht verdeckelt. Ist ja auch noch Zeit.
die haben ja auch noch Zeit. Ich sag vorsichtig, am 16. Mai das erste Mal geschleudert wird, weil dies ja auch so ungefähr kommen. Das höchste, wo ich mal geschleudert habe, war am 5. Mai. Das war aber 2017. Und das war auch das einzige Jahr, wo ich mal Obstblütenhonig geerntet hatte, also rein Obstblütenhonig. Hier als kleiner Standimker. Ich denke mal, hier sind sie jetzt schön am Verdeckeln. Wir haben schon ganz schön zugekittet hier. Also das, was die dies Jahr bringen, ich hatte vorher so viel Honig gehabt. Da werde ich das dies hier ein bisschen reduzieren, dass wir nicht so viel kriegen. Oh, sieht gut aus. Ja, das ist ja das Volk, wo noch eine 2018er Weisel drin ist, eine F1. Also sie werden jetzt auch, da die hier unten keine Futterwaben mehr drin haben, bei diesem kalten Wetter werden die auch einen Teil des Honigs wieder verbrauchen oder des Nektars. Und das ist mir auch recht so. So, den können wir gleich mal um 180 Grad drehen. Der ist auf der Seite ein bisschen schwerer. So. Okay. Das war's denn mit dem Volk. So, ich habe noch eins. Ich habe ja jetzt auf meinen Heimatstand inklusive Schwarm. Sind das jetzt 7 Völker? Und meine 3 Mini Plus, wo ich dann ja noch mit züchten werde. Aber dazu nochmal später. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. So, wie gesagt, das hier erwarte ich mir gar nichts. Weil das war ja so ein kleiner Schwächling, den hatte ich letztens auch nochmal verstärkt. Mit ein paar Brutwaben, ja, ihr seht schon am Rand, nur Mittelwände noch nicht ausgebaut. Die haben zwar hier ein bisschen rumgebaut im Honigraum, haben auch ein ganz bisschen hier schon eingetragen. Aber das werden die jetzt auch wieder verbrauchen. Ich kann ja hier nochmal ein bisschen weiter reinschauen, aber brauche ich nicht, da ist nichts. Aber hier kann ich jetzt nochmal im Brutraum gucken. Die hatte ich ja letztens verstärkt hier. Ja, der ist leicht, da ist nichts drin. Das habe ich auch nicht anders erwartet. Ihr seht, der ist schon ziemlich voll hier. Mit Waben, ja. Wenn ich hier kein Honig ernte, ist das auch nicht tragisch. Schauen wir, hier vorne werden sie vielleicht, haben die unten den Honig reingebracht, weil die so viel Waben haben. Aber dann haben wir wieder Futterwaben fürs Volk. Ne, hier hatte ich jetzt eine Brutwabe vorgehängt mit noch Brut, weil sie oben Nektar eingelagert hatten und Pollen drauf hatten. Die wollte ich eigentlich raus haben. Und das gleiche war bei der Wabe, da war noch etwas Brut drauf. Ja, die ist jetzt leer. Ja, hier ist noch ein bisschen Brut. Okay. Ich würde das Brutnest jetzt nicht auseinandernehmen hier.
Ja, hier fliegen jetzt die Drohnen schon. Gut, das war jetzt auf dem Heimatstand die Durchsicht. Ich lasse den ruhig den Honigraum drauf. Was sie reintragen, ist mir eigentlich egal. So, gut. Mache ich euch wieder zu. So, das war die schnelle Durchsicht am frühen Morgen. Mir ging es bloß um die Honigräume und hauptsächlich um diesen Schwarm, den ich da nochmal behandeln wollte. Ja, Bienenfreunde, das war mal eine morgendliche Durchsicht schnell gemacht. Hauptsächlich ging es um den Schwarm. Wir haben ja heute den 1.5. Da kommt ja noch was. Wir spielen heute noch Weißelotto. Ich werde heute noch eine Weißel verlosen. Ich habe den Lostopf schon fertig und das kommt dann später. Ja, was gibt's sonst noch? Ich werde morgen nochmal den Außenstand kontrollieren. Ich denke mal, da werde ich Völker haben. Vor allen Dingen das eine, was ich geteilt habe, da waren letztens schon die Honigräume voll. Die werden auf jeden Fall einen dritten Honigraum brauchen. Es ist ja bei dieser Betriebsweise so mit dem angepassten Brutraum. Ich mache es etwas anders, weil ich nicht so viel Honigräume habe. Normal ist das ja auf Honigproduktion ausgerichtet. Das heißt, das Volk wird eingeengt auf 5 Waben, 6 Waben, je nach Volksstärke. Und da die Weisel dann stiftet, hat die 40.000 Zellen ungefähr, die sie auch braucht. Und da sind alle 5 Waben dann voll mit Brut belegt. Und sie sind gezwungen, den Nektar in den Honigraum zu schaffen. Und dadurch erweitert man auch ständig, eigentlich bleibt das Brutnetz immer so auf 5 Waben die ganze Saison über. Und man erweitert immer über den Honigraum, sodass so ein Volk maximal 5, 6, 7 Honigräume haben kann. Ja, und das ist eben auf Honigproduktion ausgerichtet. Ich bin ja nicht so auf die Honigproduktion ausgerichtet. Das ist Spaß am Imkern und ich habe die Bienen eigentlich bloß, damit sie mal im Garten oder beim Nachbarn die Obstbäume bestäuben. Dafür halte ich die Bienen. Habe eigentlich schon viel zu viel wieder. Wollte eigentlich bloß 8 Völker haben. Mittlerweile sind es wieder 12, 3 Mini plus 15. Und es kommen noch ein paar Mini plus dazu. Von den großen werde ich vielleicht wieder welche verkaufen. Werde 12 vielleicht einwintern. Mal sehen, was noch kommt. Ablegerbildung steht ja auch noch bevor. Doch dazu erstmal im nächsten Video. Macht's dann gut. Bis demnächst. Weißelotto kommt noch.